Hi Leute und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich wurde ja unter vielen Videos inzwischen gefragt, wie das eigentlich aussieht mit dem Niederländisch lernen als deutscher Muttersprachler. Und da ich ja bald in die Niederlande ziehen werde und ich glaube vor 3 Jahren angefangen habe, Niederländisch zu lernen und die Sprache jetzt ziemlich gut beherrsche, also ich kann Tageszeitungen, irgendwie NRC Handelsblatt oder so, kann ich flüssig lesen, ich kann flüssig Konversationen führen. Ab und an ist da mal ein Wort, das ich nicht kenne, aber das erschließt sich dann halt meistens aus dem Kontext. Und ich wollte mal berichten, wie das halt so ist als deutscher Muttersprachler, denn die Sprachen ähneln sich ja schon ziemlich, aber es gibt halt einige wenige, viele Stolperfallen für deutsche Muttersprachler und ich habe das jetzt mal sortiert in Aussprache und dann Grammatik und Wortschatz. Die Aussprache ist, glaube ich, das, was für Deutsche einfach am schwierigsten ist, vor allem wenn man aus bestimmten Regionen in Deutschland kommt, die halt sehr akzentlastig sind, also gerade so schwäbischer Akzent, bayerischer Akzent oder so. Die Sprache ist halt weniger neutral als Hochdeutsch. Also ich würde jetzt auch nicht von mir sagen, dass ich wirklich Hochdeutsch spreche. Zumindest nicht so auf YouTube oder im Alltag oder so, weil ich halt aus dem Ruhrgebiet komme. Und dann halt solche Worte wie halt ziemlich oft in Sätze einbaue oder Vokabular, das man halt nicht überall benutzt. Aber ich glaube, man so in den Regionen westlich in Deutschland lebt, so in der Nähe der niederländischen Grenze, hat man wahrscheinlich schon Pluspunkte, weil einem die Aussprache ein bisschen einfacher fallen könnte. Es gibt ja auch zwei große Ausspracheregionen im Niederländischen. Es gibt so das Belgische, Niederländische, das Flämische. Und dann gibt es das Niederländische, Niederländisch, wobei es da auch hunderte verschiedene Dialekte und Akzente gibt. Und das Flämische könnte für deutsche Muttersprachler am einfachsten auszusprechen sein, wegen dieses Buchstabens. Er sieht so harmlos aus, wir kennen ihn alle im Deutschen. Das wunderbare G, das im Niederländischen aber anders ausgesprochen wird. Und dafür muss ich mal eben mein Hustenbonbon loswerden. Das ist das, was mir am Anfang übelst Halsschmerzen bereitet hat, als ich angefangen habe, Niederländisch zu lernen. Es ist dieser furchtbare Laut, der extrem weit hinten im Hals ausgesprochen wird, schon wirklich in der Kehle, und es ist halt, es wird nicht so wie G ausgesprochen. So wie im Deutschen wie gehen oder, mir fällt kein anderes Wort mit G ein, Gardine, gut. Ich bin so schrecklich, einfach aus dem Stegreif Beispiele rauszuholen. Im Niederländischen ist es ja dieses dieser Laut, den ich gerade auch nicht wirklich gut aussprechen kann, weil ich immer noch Halsschmerzen habe. Und das Perverse ist einfach, dass man diesen Laut in einigen Worten unfassbar oft hat. Also das niederländische Wort für gut, das wird so geschrieben und ausgesprochen ist es dann graag. Und da hat man diesen Scheißlaut schon zweimal drin und dann kommt meistens noch das, zum Beispiel, wenn man so sagen möchte, ja, gern geschehen, ist das graag gedaan. Und da hat man den Laut schon dreimal drin und das setzt sich einfach so extrem fort, und weil man den Laut so oft drin hat, habt ihr einfach am Anfang Halsschmerzen. 100 Pro, das legt sich irgendwann, weil der Hals sich dran gewöhnt. Bei mir hat das ein paar Wochen gedauert und dann ging es halt, aber ich musste wie übelst bescheuert Wasser trinken am Anfang und Hustenbonbons lutschen. Und das zweite sind kombinierte Vokale, die im Deutschen einfach anders ausgesprochen werden. Zum Beispiel EU, was wie Ö ausgesprochen wird. Oder UI, was wie AU ausgesprochen wird. Also UI, das ist quasi auch das niederländische Wort für Zwiebel, AU. Und ich bin schlecht da drin, die Sprache mit einem Satz zu wechseln. Das ist furchtbar. Und das, man muss es sich einfach irgendwie angewöhnen. Es ist einfach wirklich so, du musst die Aussprache lernen. Und dieses EU hat man quasi im Wort EU. Also Europa, also nicht EU, die sprechen die Abkürzung EU jetzt nicht Ö aus, ne? Aber EU in Europa, Europa oder in schön, gut, lök, da hat man es halt auch drin. Und ja, muss man sich auch einfach daran gewöhnen. Genauso wie das IJ, das IJ, was eigentlich sogar, das nennt sich glaube ich Digraph oder so, ich bin halt kein Sprachwissenschaftler, aber so wie mir das irgendwie erklärt wurde, ist, dass es ursprünglich mal ein zusammenhängender Buchstabe war und das als ein zusammenhängender Buchstabe gilt, aber quasi auf der PC-Tastatur halt keine eigene Taste hat. Also wird es halt IJ geschrieben am PC. Und das hat man zum Beispiel im Wort Eiselmeer oder im Wort Het Ei, was halt so ein Gewässer nördlich von dem Bahnhof von Rotterdam ist. Amsterdam. Könnte das ein Fluss sein? Ich weiß es nicht. Ich bin schlecht in niederländischer Geografie. Noch. Auch einfach was, wo man sich dran gewöhnen muss, was man bei der Aussprache definitiv im Hinterkopf haben muss. Ansonsten wird die Sprache halt sehr, ja, wird die Sprache halt blumiger ausgesprochen als das Deutsche und einige Sachen fallen einem dann auf, wie zum Beispiel diese Tendenz, einfach doppelte Vokale zu haben, also AA, OO oder sowas.
Das kommt bei uns im Deutschen ja weniger häufig vor. Im Niederländischen ist es ziemlich häufig. Das hat man bei so, in solchen Wörtern wie dem Wort Wort, was halt Word ist. Oder wurde dann halt im Plural. Und auch was, was man sich einfach angewöhnen muss, wir lösen das im Deutschen ja quasi durch ein Hart, also quasi W-O-H-R-T, wäre dann Wort so ein bisschen länger ausgesprochen, obwohl es das halt nicht gibt, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, und das zieht das Wort einfach länger. Hat man auch definitiv sehr oft, und im Niederländischen schreiben auch alle meinen Vornamen immer mit Doppel-A, also Christian mit Doppel-A. Auch so eine Eigenheit der Sprache einfach. Das sind so die Aussprache-Basics, wo man als Deutscher gerne mal drüber stolpern kann. Jetzt kommen wir zu dem weiten Feld Grammatik und Wortschatz. Ja, die niederländische Grammatik ist der deutschen Grammatik sehr, sehr ähnlich, weshalb ich auch finde, dass es eine sehr, sehr einfach zu erlernende Sprache ist. Man kann sich sehr viel ableiten, man kann sich sehr, sehr viele Worte ableiten, aber dann gibt es einige Sachen, die halt einfach asozial sind. Zum Beispiel die Artikel. Also wir haben im Deutschen drei Artikel, also drei bestimmte Artikel. Wir haben der, die, das. Im Niederländischen gibt es zwei. Es gibt einen geschlechtlichen und es gibt einen ungeschlechtlichen Artikel. Es gibt de und het. Het ist alles, was neuter ist, also alles, was, was ungeschlechtlich ist. Es gibt de und das ist kombiniert für männliche und weibliche Sachen. Jetzt ist das aber so, dass man bei den de-Worten eigentlich auch wissen muss, welches Geschlecht das hat. Nämlich, wenn man dann sagen möchte, wo liegt die Brille? Und Brille ist im Niederländischen de bril, das ist also geschlechtlich. Und dann musst du halt, um zu vermeiden, dann zu sagen, de bril liegt, keine Ahnung was, ne? Die Brille liegt irgendwo oder so, musst du dann wissen halt, dass Brille männlich ist, damit du dann hey sagen kannst. Also quasi er liegt auf dem Tisch. Das sind einfach solche Sachen, die man wissen muss. Und das Schlimmste und Verwirrendste für Deutsche ist einfach, wenn sich die Artikel unterscheiden. Und das ist bei ziemlich vielen Worten so, dass im Deutschen zum Beispiel das Auto neutral ist. Es ist das Auto. Im Niederländischen ist es halt de Auto. Es ist nicht het Auto. Und auch wieder was, was man einfach wissen muss. Man hat aber den Vorteil, dass es sich halt ziemlich oft schon wirklich ähnlich ist. Man entwickelt irgendwann ein Gespür dafür, was jetzt neutral und was jetzt geschlechtlich ist. Und ich glaube, wenn man halt Deutsch kann, ist es definitiv ein Vorteil, weil ich ziehe wirklich den Hut vor jedem, der Deutsch lernt und eine Muttersprache hat, die keine Artikel besitzt. Weil ich glaube nicht, dass man, wenn man nicht mit der deutschen Sprache aufgewachsen ist, diese Artikel jemals komplett auswendig lernen kann und die immer komplett richtig hat. Weitere gemeine Worte sind einfach Worte, die umgekehrte Bedeutung haben. Also es gibt bestimmte Wortpaare, da ist die Bedeutung umgekehrt. Das ist zum Beispiel beim Wort See und Meer so. Ein See im Deutschen, also der See, nicht die See, der See ist ein Binnengewässer, ein geschlossener, großer Tümpel in der Landschaft. Und das Meer ist das offene Meer, ne? Der Ozean. Im Niederländischen ist das genau andersrum. Meer ist da ein See, ein geschlossener Tümpel. Und See ist das Meer. Das war am Anfang so richtig Brainfuck und hat einfach mich so extrem verwirrt. Und davon gibt es halt ein paar Paare in der Sprache, die man sich auch einfach merken muss. Und ja, das macht es auf jeden Fall nicht einfacher. Verkleinerungsformen. Die haben wir im Deutschen, aber die benutzen wir halt nicht oft, ne? Also sowas wie Tafel, Täfelchen, Tisch, Tischlein. Da zögere ich schon, weil ich die halt nicht benutze. Ich finde, das hört sich im Deutschen halt immer an wie Kindersprache. Es hört sich immer so an, als ob man jemanden, wenn man das halt zu jemandem sagt, dass man dann den irgendwie runter machen möchte oder so, also als Diminutiv gedacht. Und im Niederländischen ist das gar nicht so. Im Niederländischen ist das so, dass man diese Verkleinerungsform für alles benutzt. Für alles. Ich glaube, es gibt kaum einen niederländischen Satz in der Alltagssprache, in dem keine Verkleinerungsform von irgendeinem Nomen drankommt. Und deshalb muss man das auch wirklich für jedes Nomen einfach können. Es ist völlig normal, zu Tisch dann nicht Tafel, sondern Tafeltier zu sagen. Es ist völlig normal, zu Baum jetzt nicht Baum, sondern Baumpier zu sagen. Jedenfalls, Verkleinerungsformen müsst ihr einfach von jedem Nomen drauf haben. Und das kommt dann irgendwann einfach so aus dem FF, wenn man die Sprache wirklich spricht. Aber am Anfang war es für mich halt sehr ungewohnt, weil ich so dachte, hä, warum benutzen die ständig? Es ist ja nicht kleiner. Also wir benutzen es ja wirklich für, wenn was physisch kleiner ist.
ein Täfelchen Schokolade ist so eine 30-Gramm-Tafel und eine Tafel Schokolade ist eine 100-Gramm-Tafel. Und das ist im Niederländischen halt nicht so. Nicht wirklich. Da benutzt man das einfach, um. Ich weiß gar nicht, warum man das benutzt. Man benutzt das einfach. Das sind so meine Top-Struggles, die ich hatte, als ich Niederländisch gelernt habe. Die Aussprache, die umgedrehten Wortbedeutungen, die Artikel und die Verkleinerungsformen, weil das Sachen sind, die halt sehr unnatürlich sind. Man hat dann in der Grammatik noch ein paar Punkte, die sind mir leichter gefallen. Da hatte man auch so Wortkombinationen, die dann irgendwie umgedreht waren. So im Deutschen hat man ja an manchen Satzendungen werden können. Und im Niederländischen ist es dann meistens umgekehrt. Also worden kunnen, das habe ich schon mal gelesen, aber kunnen worden ist halt einfach viel, viel tausendmal häufiger. Und das hat mir irgendwie keine Probleme bereitet, aber gerade diese umgedrehten Wortbedeutungen, diese umgedrehten Artikel, die Verkleinerungsformen, ja, da habe ich mitgekämpft. Ich hoffe, dass euch das Video ein bisschen erleuchtet hat, was die niederländische Sprache angeht. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Ihr könnt mir einen Kommentar hinterlassen, ich kann nochmal Videos zu Niederländisch machen, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns bei einem nächsten Mal. Bis dann!